Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du je durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie erzählt. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas Heer gestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zum Statthalter von Grantabrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Ich sollte mich vermummen. Eigentlich greife ich ihn. Ich war nicht fertig. Eigentlich greife ich lieber offen und gerade heraus. Die werden sofort angreifen. Gefrat! Und da ist Jifke, Willard! Das ist ein Blei! Hütet euch! Hütet euch! Du verdammter Scheißhaus! Gott verfluche dich! Und
Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Hätte euch alle bei der ersten Gelegenheit töten sollen. Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück.